Hey yo, was geht's liebe Leute? Ich bin's wieder, euer CrossFit Vegetarian, zurück bei Let's Play Hyrule Warriors 2 Zeit der Verehrung. Ja, es wird wieder Zeit für weitere Nebenkämpfe. Angefangen mit den verlorenen Wäldern. Und hierbei treffen wir auf Knochenmoblins, Bockblins, ja, Bockblins, ich wollte schon sagen Goblins. Klingt auch so ähnlich. Und mit Octoroks. Alles klar. So, wer darf denn dieses Mal ran? Oh. Natürlich wie immer die schwächsten Glieder. Wie zum Beispiel. Zelda. Ich werde tun, was ich kann. Oh. Sogar in ihren Outfit, das sie anhat, wenn sie zur Göttinnenstatue, wenn sie zur Göttinnenstatue sich also wenn sie sich zur Quelle begibt, um zu beten und um ihre Kräfte zu erwecken. Ihr wisst jedenfalls, was ich meine. So, Erfahrung. Oh, das sieht lecker aus. Und oh, sogar 12%, aber nope, wir nehmen noch Rubine? Da fehlt mir immer noch Ausdauerhonig. Beutequote sollten wir erhöhen. Köstlich. So, dann mal los. Natürlich wird sie weiterhin noch auf ihre auf ihr Cry-Modul setzen, um die Gegner zu attackieren. Aber es ist schon mal interessant zu sehen, dass sie jetzt ein neues dass sie jetzt schon ein anderes Outfit trägt. Möglicherweise wird damit doch was gemacht. Möglicherweise wird in diesem Spiel sogar ihre Kräfte erweckt. Weil ich glaube, wir steuern wirklich auf ein Was-wäre-wenn-Alternativ-Szenario zu, wo wir wirklich diesmal wirklich vermeiden können, dass die Verheerung Ganon auch eintrifft. So, einfach entkommen, hä? Wollten die mich mit Pfeilen abschießen? Tja, können die vergessen. So, ich denke, so geht's besser. Wow! Bam! So, aufpassen auf ihn. Die sind ja besonders gefährlich. Na komm. Ah, shit. Das Ausweichen hat wieder mein gut geklappt. Ich will endlich diesen Waggon wieder beschwören hier. Alter. Boah, das Ausweichen ist echt nicht einfach. Ich kriege das einfach nicht auf die Reihe. Gerade noch rechtzeitig. So, jetzt so. So wollte ich das haben. Ich versuche es. Ich schaffe das. Stellt euch mir. Okay, sehr schön. Und hinfort. Uns gelang der Sieg. Okay, das Gebiet wurde erfolgreich erobert. So. Jetzt aber weiter im Programm. Wo fahren wir als nächstes hin? Wir müssen in die Mitte kommen. Wir können uns aussuchen, wohin wir gehen. Oh. Da kommen wir auch schon Unterstützung von Hyrule-Soldaten. Nicht mit mir, Freundchen. Schon wieder? Ja, und erwischt mich. Da schafft es tatsächlich einer, mich zu erwischen. Das muss man ihn lassen. Pff. Direkt in seinen Fall reinrennen, natürlich. Das war wirklich sehr schlau von mir. Na komm. Wo lang jetzt? Hier, oder? Hä? Wieso geht's da nicht durch? What the hell? Ah, das ist verschlossen! Und wie öffnet man das jetzt? Sind wir auf der anderen Seite? Oh, ich sehe auch gerade! Oh, ich habe ein Zeitlimit! Wir sind immer noch beschäftigt mit den paar Überbleibseln. Meinetwegen.
Shit, ich darf also nicht zu viel Zeit vertrödeln hier mit den Gegnern. Nein, lass gut sein. So, weg mit euch. Hä, wo wurde er von... Der Stallmob denn hier? Eigentlich heißen die... So, die heißen also Stallmoblins. Wahrscheinlich auch Stallbockblins heißen die knochigen Bockblins hier, nehme ich mal an. Es sind zwei gleich, ups! Da kommt man her, und hier. Endlich der Waggon, den wollte ich schon lange wieder haben. Komm schon. Jawohl. Der andere wird auch noch mit getroffen. So, wo ist der andere? Ich dachte schon, wo ist? Tch, ist er so weit nach hinten geschleudert worden hier? Au. Ist sein Speer oder was? Oh oh. Nicht zu viel Zeit vergeuden hier mit denen. Komm schon. So. Eben bleibt auch das Zeitlimit stehen, wenn es zu solchen Szenen kommt. Finde ich auch ein bisschen fair. So, mach jetzt auf. Und geh weiter hier. Ich hoffe nur, ich hier renne in die richtige Richtung. Octorox, ich hasse euch! Eieiei. Octorox, Auge. Sowas habe ich, sowas hab ich eigentlich nur selten gehabt bislang. Keine Zeit für euch, ich muss hier durch. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Oh nein, der ist auch versperrt. Nicht wahr sein, wo muss ich denn hin? Wo soll ich hier lang? Ich habe schon über die Hälfte der Zeit hier verloren und ich bin kaum vorangekommen hier. Das geht ja gar nicht. Na toll. Da kommen die nächsten, aber von denen lasse ich mich nicht aufhalten. Ich muss mich zum Ziel begeben. Lass mal es am besten sein. Ich beende die Mission jetzt ganz schnell. Au! So, wir sind gleich da. Nicht, dass ich auch noch die Gegner besiegen muss. Oh, shit. Den muss ich also vorher noch besiegen. Und vor dem Zeitlimits. Oh, shit. Ich hoffe, der gibt mir genug Gelegenheit. Aua! Ich sehe ihn nicht. Verdammt, ey. Oh, man. Schaffe ich das überhaupt noch? Shit. Ah, triff ihn doch. Na toll, da kommen die nächsten Spackos. Gleich zwei auf einen Schlag. Oh! Nein! Reicht das? Verdammt, geht mir... Was? Geht doch weg hier! Wieso hat das nicht geklappt? Ich sehe gar nichts! Shit. Oh nein. Ich sehe nichts, ey. Jawohl. Come on. Aua. Boah, gleich drei von denen hier. Ich werde das nicht schaffen.
und sie trotzdem nicht ausgehen. Ich kann ihn nicht auf einen Schlag besiegen. Tja, ich muss das wieder neu starten hier, den Scheiß. Schon gut, aber... Wenn drei von denen auf einmal da sind, das ist echt eine Katastrophe. Griff ist auch wirklich schau schwer auszuweichen. Ja, gleich ist es vorbei. Ich weiß, ich hätte mich nicht so lange aufhalten lassen. Moment. Oh, es gibt einen Checkpoint? Das finde ich nice. So, dieses Mal aber... Hier renne ich wieder in die falsche Richtung, ich Depp. Diesmal versuche ich einen... Versuche mich nicht so lange aufhalten zu lassen von irgendwelchen Spackos. Sondern versuche schnurstracks zum Ziel zu rennen. So habe ich dann mehr Zeit für den Hinox. Auch wenn ich mich leider Gottes diesen noch mehr Stallmoblins stellen muss. Ah, Octoroks. Ja, ich verzichte jetzt lieber auf das Octorok-Auge, ist mir egal. Ich will einfach nur ans Ziel gelangen. Es wird doch wohl nicht zu viel verlangt sein hier. Ach, versperr dich, Depp. Meine Fresse, warum muss das so viele Umwege geben hier? Ja, aus den Weg, ihr blöden Octoroks. Vor allem, wenn man so nahe kommt, sollten die eigentlich nicht auftauchen. Aber das tun sie trotzdem. Ach du Scheiße. Mich mit all denen auseinanderzusetzen, gleichermaßen noch auseinanderzusetzen, das ist echt ein Problem. Mir geht es gut. So. Den gilt es ja noch zu... Oh! Shit, ja, das habe ich leider verpasst. So. Dann kriegt er halt noch einer aufs Maul oben drauf. Stellt euch mir. So, Alter! Das hat das Schild durchbohrt. Ich weiß schon, wie ich das jetzt ausführen kann. Einmal, nur einmal angreifen und dann sofort X. Ja, das macht ordentlich Schaden hier. Shit. Damit erleide ich auch keinen Schaden von Feinden? Wie sich das fälscht. Ja. Ja, aber diesmal habe ich deutlich mehr Zeit. Und schau an, wie viel der Stahlhinox schon an Power verloren hat. Also, an Power. Also, Alter, ey, lass mich doch mal aufstehen. Komm, greif ihn an, damit ich einen Schmetterngriff hinzufügen kann. So, sehr schön. Gleich noch dazwischen hier. Ich könnte ja auch die Zauberstäbe nutzen, die geben mir auch einen zusätzlichen Vorteil. Und falsche Tasteingabe. Oh, okay, aber das kann es beenden. Ist gleich down. So. Verpieselt euch. Ich schätze. Aua. Schön, dann habe ich halt auch noch einen Dolch ganz schnell auf, wenn mir schon darauf besteht. So Eis.
Warum? Ich drücke doch! Oh. Ich darf dabei nicht das andere auch noch gedrückt halten. Das war mein Fehler anscheinend. Aua! Na schön, jetzt rechts. Alter, ey, wenn so viele auf einmal angreifen, habe ich keine Chance. Das sind auch gleich 5 auf einmal hier. Nee. Ich weiß nicht, ob ich die alle besiegen kann. Nee. Zu viele hier. So, das hat er auch getroffen. Und die Framerate. Die geht runter wie Sau. Oh, wir haben einen besiegt. Sehr schön. Sehr schön. Okay, sehr schön. Ein weiterer Down. Okay, ich habe noch 1,5 Minuten. Das könnte ich noch schaffen. Ja? Ah, diese scheiß blöden Octoroks. Verpieselt euch. Ihr verdirbt mir alles. So, einer ist noch da, ne? Das ist der letzte. Das wär's. Haha, da habe ich abgeräumt hier. Und ich habe noch 1 Minute bis zum Ziel. Ich weiß. Ich komme. Shit, ich wäre beinahe in die falsche Richtung gelaufen. Und so hier. Ja, das wär's. Ja, leider kein Octorok Auke, aber was soll's. Ja, habe ich mir noch Zeit genommen, die anderen Stahlmoblins auch noch zu erledigen, wenn ich schon dabei war. Ich meine, komm. Die Gelegenheit war da. Also sollte ich sie auch nutzen. Mhm. Und es gibt auch Crocs als Belohnung. Und eine weitere Hinux-Urkunde. Nice one. Schade nur, dass es kein... Startverlaufsberichte von den Berichten, wusste ich vorher jetzt noch gar nichts, aber ich glaube, die sind auch nur mit den DLCs hinzugekommen. Aber ja, man braucht nicht nur Crocs, um auch Crocs-Samen zu bekommen. Oh, puh. Das war wieder was. Jetzt bin ich mal auf die nächste Nebenschlacht gespannt. Weil da sollen wir es auch, glaube ich, mit den Leuten zu tun bekommen. Ja, aber es kommt dazwischen wieder was. Was ist denn das jetzt? Ach, auch hier haben wir es mit den Giga zu tun. Und, Alter, 5 Rubine und Saphire? Alter. Also bekommt man schneller an Kohle ran als sonst wo. Also als in Originalspiel, als im Original Breath of the Wild. Mir fehlt immer noch ein Sternsplitter und einen einzigen Leunenhuf. Einen einzigen. Das heißt, ich müsste irgendwo wenigstens... Ich weiß ja, in einem der... Nebenquests gibt es auch noch einen Leunen zu bekämpfen, ne? Ja, hier! Die große Bananenschlacht. Auch on Zeitlimit, aber... Ja, machen wir erstmal die große Bananenschlacht. So, die zwei... Schwächsten Charaktere tun wir zusammen, also leveltechnisch schwächsten Charaktere. Ich bin dabei, warum auch nicht? Robosa. Gegen uns beide haben Gegner keine Chance. Und Mifa. Ich möchte für alle nur das Beste. Auf dich ist der Verlass. So ist es. Okay, sind alle bereit. Mach mal wieder dieselben Rezepte. Wie das wohl schmeckt? Und... Heute Quote. Das schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, sehr lecker. Immerhin können wir jetzt wieder einen Leuen bekämpfen und dadurch auch einen Teil einer weiteren Nebenquest erfüllen, sagen wir es mal so.
Da tun wir jetzt nicht kaufen. Das können wir auch während der Schlacht noch irgendwie auffüllen, schätze ich mal. Ja. Eine große Bananenschlacht. Na, das kann was werden. Wir wissen ja, die Jäger sind alle Schwertbananensuchtis. Die typischen Banana-Joes halt. Okay. Er war jetzt nicht so gut, ich weiß. Na schön. Was haben wir denn hier? Also die Vorposten erobern. Ach du Scheiße. So. Keine Chance für euch, ihr Spackos. Hier sind auch Knochen, oder Stahl-Exalfasse. Hier fehlt zu meinem Glück nur noch so Eisflederbeißer. Aber die findet man wohl kaum hier, in solchen Gebieten. So. Schön aufgeräumt hier. Dass das hoffentlich mal bald mal der Anführer erscheint. Da ist er. So, kannst du mal... Ja, jetzt. Beim Vorangriff habe ich... Gott sei Dank habe ich den nicht eingesetzt, aber jetzt passt. Konnte ich den noch nachholen, den Eierangriff? Jetzt bin ich gespannt, was für Unterstützung wir hier bekommen. 29 Schwertbananen, what the fuck? Wir schwimmen praktisch in Schwertbananen hier. Hm? Oh, Mifa. Gut, teilen wir jetzt mal richtig. Bam! Mifa darf auch wieder richtig abgehen hier. Oh! Bomben! Sehr schön. Hat den erwischt. Komm. Mach ihn fertig, Mädel. Nice one. Oh, eine Sora-Lanze. Nice. Aber wir haben die Gebiete erobert, aber wir bekommen keine Unterstützung? Okay. Wie sie schon um den Stab danced. Oh ja, und wie ich es erwartet habe, wir bekommen ein bisschen was aufgefüllt hier. Ah, doch. Wir bekommen tatsächlich Obosis-Truppen als Verstärkung. Ich brauche eine bessere Übersicht hier. Nein. Könnt ihr ganz schnell knicken hier. Was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Mich dahinterrücks versuchen und versuchen wollen, dahinterrücks anzugreifen. Hä? Wieso komme ich da nicht rein? Shit, ich muss erst das andere Versteck hier aufsuchen. Na toll. Aber jetzt schnell. What the? Ach, voll in die Falle getappt. Da rede ich noch ganz große, gechillt. Ja, darauf falle ich nicht rein. Und dann falle ich auf diese miese Falle rein. Allein weil ich es eilig habe. So, gib Ruhe, du. Ah, diesmal nicht. Das ist schon gemeine Fallen hier. Haben mich da schon wieder besser versucht, die Hinterungs anzugreifen? Jetzt werden die schon so dreist. Oh, da ist noch eine Falle. Ja, ich sehe schon. Nicht mit mir. Oh ja, und da ist mein Nahrungsvorrat nun aufgefüllt und... Da muss ich jetzt lang, weil die Zeit, die Hälfte der Zeit ist abgelaufen und ich möchte gerne noch... Ich muss noch zwei weitere Gebiete erobern. Wo muss ich jetzt hin?
Warum ist da auch noch zu? Ey, wo muss ich lang? Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Oh! Was zum... Da ist der Neune! Shit! Oh, fuck. Lass gut sein! Eieiei. Shit. Ja, jetzt haben wir es auch. Oh, fuck. Ja, ironisch, sie mit Blitz anzugreifen hier. So. Aufs Maul! Und die Blitzmagie, Blitzkraft hat sich wieder aufgefüllt. Uff. Nicht mit mir. Och nein, euer Ernst. Euer fucking Ernst. Oh fuck. Puh. Das hat gepasst. Ich muss das schnell jetzt erledigen, verdammt. Wie viel könnte Hilfe gebrauchen? Oh shit. Ja, jetzt kommt sein Superangriff hier. Dich brutzlig. Folgeangriff. Das zerstört besonders viel von dem Schild. Yes! Dance, dance und schnipp! Fuck, na warte, jetzt reicht's. Du gehst mir langsam auf den Keks. Und du verschwendest ganz schön viel Zeit. Oh shit, ich hab nicht mehr viel. Oh Mann, ey. Nein, jetzt verschwende doch nicht noch mehr meiner Zeit. Mit diesem blöden Angriff. Oh Mann, der ist gleich da unten. Woo! Das wär's. Auf ihn drauf und... Bam! Das hat auch gleich ein Level abgegeben. Ein Tor hat sich geöffnet. Leunherz und Leunhufe. Sehr schön. Okay, 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 okay. Wo hat sich das Tor jetzt geöffnet hier? Mepha, ich will es versuchen. Da oben hoffentlich. Hoffentlich da oben, bitte. Shit. Aber das ist das letzte Gebiet. Dann haben wir es geschafft. Jetzt aber schnell. Nur noch eine Minute. Alles auf Zeitdruck hier. Ja, passt schon. Wir schaffen das. Oh shit, wie viele sind denn hier? Aber wir haben zwei Super-Einheiten, die voll aufgefüllt sind. Also, bam. Kann man gleich zweimal heftig zuschlagen. Die ist nicht auch voll aufgefüllt, die zweite Leiste. Was zum Teufel? Okay, jetzt aber. Sehr schön. Moment, da ist noch ein Vorposten zum Erobern. Was? Scheiße. Nichts leichter als das. Da oben? Wie komme ich da so schnell hin? Als ob ich... Die haben doch zwei von drei angezeigt. Ich... Ja, toll. Boah. Ja, toll. Das habe ich verpatzt. Da muss ich nochmal von vorne. Mach auf. Ey, wie knapp ist denn das Zeitlimit hier bemessen? Was ist das für ein Bullshit? Der Part ist aber eh nur leider schon zu lang, deswegen muss ich diese Mission im nächsten Part nochmal von vorne machen. Wenn es trotzdem so gefallen wurde, Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir da beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush for the Figurine. Es ist ein Part von Let's Play Horror Warriors 2, Zeit der Verjährung. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leutchen.